In der zweiten Anfängerspringstunde bei RheinTV-Teamtrainer Hans-Willi Weber soll vor allem das bereits Gelernte noch einmal wiederholt und vertieft werden. Besonders dem Anreitweg misst der Trainer höchste Aufmerksamkeit bei. Ein Hindernis gerade und zielgerichtet anzureiten, beginnt schon beim Blick des Reiters. Also desto frühzeitig man Kontakt zu dem Sprung aufnimmt, auch dem Pferd signalisiert, wo man im Grunde genommen hin möchte, desto früher merke ich auch, wie mein Pferd darauf reagiert und desto schneller und feiner kann ich auch darauf reagieren. Also wenn mein Pferd zum Beispiel ganz spät den Sprung sieht und sich vielleicht im allerletzten Moment überlegt, dass er da nicht rüber möchte und ich dann vielleicht so überrascht bin, dass ich alleine auf der anderen Seite stehe. So, schön Verbindung halten, geradeaus reiten und vorne bleiben. Sehr gut. In der Ausbildungsphase ist natürlich wichtig, dass man ein Galoppgefühl bekommt. Wenn man selber ein Gefühl hat, so das Tempo passt jetzt, ich habe das Pferd an den Hilfen, ich kann jetzt also in Ruhe gegen den Sprung reiten. Das ist wichtig und dass die Reiter auch wirklich von Weitem gucken, wo sie hinwollen. Ja, und dass man wirklich auch lernt, direkt hinterm Sprung weiterzureiten und sein Pferd auch weiter zu arbeiten. Also das Pferd darf eigentlich nie im Vorfeld wissen, wann Feierabend ist. Vorne bleiben. Gut, okay. Auch wenn das Pferd mal ein bisschen größer abspringt, schön versuchen, in die Bewegung zu kommen. Bei den ersten Sprüngen, die die junge Reiterin gemeinsam mit ihrem Pferd überwindet, geht es zunächst nur darum, ein Gefühl für das Springen, den Rhythmus, den Bewegungsablauf und vor allem den vom Pferd gewählten Absprungpunkt zu bekommen. Also wenn man das auch bei den ersten Sprüngen mit den Anfängern beobachtet, die haben sehr schnell raus, wo der Absprungpunkt liegt in der jeweiligen Distanz, wie das Pferd das macht. Schwierig wird es nachher, wenn sie das korrigieren müssen. Hier habe ich jetzt drei Stangen als Absprunghilfe davor gelegt. In einer Anfängerspringstunde wähle ich gerne drei Stangen. Einmal, damit der Reiter so ein bisschen noch mehr Rhythmusgefühl kriegt und mehr Gefühl kriegt für den Absprungpunkt, für den richtigen. Ich wähle drei Stangen deswegen, wenn er die erste Stange nicht so optimal trifft, wird das Pferd alleine den Rhythmus wiederfinden, weil er halt drei Stangen hat und drei Galoppsprünge. Wenn ich nur eine Stange hier liegen habe und komme dann aus dem Galopp mit einem Reiter in diesem Ausbildungsstall und der trifft die erste Stange nicht optimal, wird er den Sprung auch leicht verhaspeln. Und jetzt von Weitem schon ein bisschen die Stangen anpeilen, gerade halten, gerade, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Da haben wir den klassischen Fall, wie ich es eben erwähnt habe. Das Pferd kam nicht optimal zur ersten Stange und hat dann aber ganz selbstverständlich den Rhythmus zum Sprung wieder gefunden. Und der Sprung selber war wieder sehr harmonisch. So, Verbindung halten, Verbindung. Pferd kennt das jetzt. So, jetzt stimmt der Absprungpunkt auch sehr gut an der ersten Stange. Bei dieser Übung haben wir natürlich jetzt, wo die doch sehr gut klappt, die Möglichkeit, wir haben noch nie einen Oxer gesprungen, mal hier einen Oxer zu springen, weil die Chance doch sehr, sehr, sehr groß ist, dass wir einen super Absprungpunkt kriegen und der Oxer genauso zu springen ist wie ein Stallsprung. Und den Respekt dann vor dem Oxer ein wenig nimmt. Verbindung halten, du versuchst das Tempo zu bestimmen. Bleib ruhig. Sehr gut. Und schon haben wir den ersten Oxer überwunden. Super.